Hi und willkommen zu einem neuen oder eben einem weiteren Special Review. Halt eben zu einer, ja, anderen Figur, halt einem nicht originalen Transformer. Das Ding ist jetzt aus China, was ich jetzt gleich zeige. Den Namen von dem Teil weiß ich leider nicht. Es ist halt eben kein Original, es ist irgendwas Nachgemachtes. Ich weiß gar nicht mal, was sie damit versuchen halt nachzumachen. Aber mir gefällt das Endergebnis gleich sehr. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Dann fangen wir einfach mal an. Es besteht eben aus mehreren Teilen. Erstmal der Löwe. Dann hier ein Bohrfahrzeug. Ein Tarnkappenbomber. Tarnkappen-Stealth-Bomber, weiß ich nicht. Dann gibt es noch dieses Teil. Ein ICE. Oder eben eine Bahn, wie auch immer. So, das sind dann halt eben Anteile. Und am besten fange ich erstmal mit dem Löwen an. Der Löwe von der Qualität her hat eben so ein bisschen, naja, die sieht man von der Qualität her, hat er so Spaltmaße so ein bisschen. Hier sieht man es, glaube ich, am deutlichsten. Währenddessen hier eben bei diesem Zug, es geht, also das kann man so drehen. Die Räder sind jetzt nicht gerade der Hit, aber es ist okay. Das Plastik ist jetzt auch okay. Auch bei den anderen ist eigentlich das Material soweit okay. Nur beim Löwen hätte man ruhig ein bisschen eben mehr Qualität reinstecken können. Aber das ist egal. Einfach mal mit der Verwandlung anfangen. Und zwar sein Kopf, sein Löwenkopf nach oben und drehen. Machen wir einfach dann hier weiter. So, dann dreht man seinen Oberkörper, die Füße nach unten und auch einmal drehen. So, dann dreht man einmal die Arme und also erstmal nach vorne und dann dreht man sie noch mal eben einmal um, dass es so eben ist. Andere Seite das gleiche. Einmal umdrehen. Jetzt der Kopf. Den könnte man zwar jetzt versuchen hier irgendwie rauszupopeln, ist aber ein bisschen eben mühsam und es geht so viel schneller, also ein bisschen einfacher, und zwar indem man ihn so ausdrückt, zumacht und fertig ist er. Das ist eben der, so ein kleiner Roboter, ist eine nette Sache. Aber in der Form ist er steht er bei mir eigentlich nie rum. Also zeige ich euch die nächste Variante. Und zwar öffnet man die Arme, macht sie runter. Hier hinten werden sie so zusammengepackt. Dreht den also das Unterkörper wieder. Klappt die Füße zusammen. Packt den kurz zur Seite. Und macht mit dem Bohrer, eben diesem Bohrfahrzeug oder wie auch immer weiter. Zieht auseinander. Klappt das hier hoch, das auseinander und schon hat man eben den ersten Fuß fertig. Anderes Teil halt auch. Einfach so aufklappen. So. Jetzt zur Verbindung von diesem Bein muss man einfach nur das so hier reinstecken. Das geht ziemlich rasch und ziemlich gut eigentlich. Auch hier wieder. So. Jetzt kann man ihn schon mal so hinstellen. Jetzt weiter zu dem Tarnkappenbomber. Am besten ist eben, man klappt so diese Teile zur Seite, klappt das nach hinten. Das packt man hier erst zur Seite. Jetzt klappt man eben das hier runter und man sieht schon, das ist halt ein Kopf. Jetzt lassen wir auch gleich den Tarnkappen und so, bomben wir halt so. Hier sieht man so eine Einschübe, wo man halt eben diese Teile reinschieben kann. So. Das muss jetzt einfach so reingeschoben werden und sitzen auch.
So, jetzt klappt man hier noch den Kopf einfach runter. Dann kann man hier diese Teile vorklappen. Ja, so. Dann den Zug hier in diesen Tunnel reinfallen lassen. So, und zwar einfach so reinschieben. Teilweise muss man noch von der anderen Seite ziehen. So, geht doch. Und dann nach oben drücken. Jetzt muss man hier so eine, Moment, hier so eine Teile rausziehen. Das sind dann halt die Arme. Andere Seite auch. Jetzt hier diese Fäuste. Also jetzt kommen diese Teile und die werden halt zu den Fäusten und die steckt man einfach hier so rein. Und dann kommen auch die Fäuste automatisch hier eben raus. Also die werden rausgedrückt. So, Moment, hier nochmal zeigen. Und zwar sieht man, das kommt dann so automatisch eben hier raus. Jetzt kann man ihn noch diese Waffe, also dieses Teil hier rein in der Hand drücken. Fertig ist er. Ich finde es jetzt eine nette Figur, optisch sehr nett. Halt ist ein schöner Roboter. Das Ding habe ich halt eben aus China bekommen. Eine nette Idee. Gab es auch eine kleine CD mit, wo halt eben erklärt wurde, wer es ist und so. Halt auf Chinesisch, hat mir jetzt so viel nicht genützt, aber eine nette Idee. Also ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen, dieses Special. Ich sage bis dann und auf Wiedersehen.